Hallo, mein Name ist Christopher Dittrich und ich kümmere mich hier bei Rothenberger um den Bereich Rohrreinigung. Heute zeige ich euch unsere neue Akkurohrreinigungsmaschine R600 Vario Clean. Mit der R600 Vario Clean könnt ihr auf einer Länge von 60 Metern Verstopfungen beseitigen. Das geht in Rohrdurchmessern von 20 bis 150 mm. Ihr könnt sowohl 16 als auch 22 mm Spiralen verwenden, ohne an der Maschine irgendetwas ändern zu müssen. Wenn ihr möchtet, habt ihr aber auch die Möglichkeit, mit Hilfe eines Adaptermagazins 8 mm und 10 mm Spiralen zu verwenden. Wenn ihr unsere kabelgebundene R600 kennt, fällt euch bestimmt auf, dass wir einige Elemente übernommen haben. Da wäre zum einen der Klemmhebel hier oben, aber auch im Inneren das Klemmsystem, unser Centerlock-System, haben wir beibehalten. Mithilfe des Centerlock-Systems könnt ihr zwischen 16 und 22 mm Spiralen wechseln, ohne Umbauten vorzunehmen. Außerdem dient es dazu, sicher die Spiralen zu klemmen. Wie ihr wisst, benutzt ihr den Klemmhebel, um die Rotation des Motors auf die Spirale zu übertragen, und genauso lasst ihr ihn wieder los, wenn die Spirale auf eine Blockade trifft. Die Arbeitsweise ist ebenso gleich geblieben. Um Druck auf die Blockade aufzubauen, bildet ihr einen Arbeitsbogen und lasst die Spirale gegen die Blockade arbeiten. Wenn ihr dann den Hebel wieder loslasst, kann die Spirale zurück entweichen. Durch das Beibehalten dieser grundlegenden Funktionsweise möchten wir euch den Umstieg auf die neue R600 Vario Clean so einfach wie möglich gestalten. Bei Rothenberger benutzen wir CRS-Akkus. CRS steht für Cordless Alliance System. Das ist das erste herstellerübergreifende Akkusystem für Werkzeuge. Mit einem Akku könnt ihr über 200 Werkzeuge von 20 Herstellern verwenden. Der Akkuantrieb bietet euch dabei zwei große Vorteile. Zum einen könnt ihr unabhängig von Stromanschlüssen anfangen zu arbeiten. Zum anderen können wir durch den Akkuantrieb auf die herkömmlichen Komponenten wie Kabel- und PRCD-Schalter verzichten. Beide Komponenten können durch mechanische Einflüsse beschädigt werden und stellen dann eine Gefahr für den Anwender dar. Kommen wir nun zu der neuen Elektronik unserer R600 Vario Clean. Wir haben die Maschine Vario Clean genannt, weil ihr mithilfe der Elektronik zwischen drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen des Motors wählen könnt. Die niedrigste Stufe heißt Entstopfen, die mittlere Stufe Reinigen und die schnellste Stufe Sauberschleudern. Darüber hinaus könnt ihr durch das Bedienfeld oben auf der Maschine auch super leicht zwischen dem Linkslauf und dem Rechtslauf wechseln. Ein weiterer Teil der neuen Vario Clean Elektronik sind die LEDs hier am vorderen Teil der Maschine. Die sind dafür gedacht, damit ihr vor allem in Bereichen, wo wenig Licht herrscht, besser arbeiten könnt. Das kann ein dunkler Kellerraum sein oder auch ein Küchenablauf unter einem Einbauschrank. Darüber hinaus dienen die LEDs aber auch als Akkustandsanzeige. Wenn sich die Kapazität des Akkus dem Ende entgegenneigt, fangen die LEDs an zu blinken und ihr wisst Bescheid, dass ihr euch zeitnah um einen neuen Akku kümmern müsst. Wenn ihr schon eine R600 oder eine andere Rothenberger Koffermaschine habt, dann könnt ihr das Zubehör dieser Maschinen problemlos auch für die R600 Vario Clean benutzen. Nichtsdestotrotz haben wir speziell für diese Maschine auch nochmal einen neuen Spiraltyp entwickelt, unsere sogenannte Duraflex-Spirale. Die Duraflex-Spirale gibt es sowohl in der 16 mm als auch in der 22 mm Ausführung. Die Besonderheit dieser Spirale liegt dahin, dass sie besonders flexibel ist. Das sieht man insbesondere dann, wenn man die Duraflex-Spirale mit einer Standard-Rothenberger-Spirale vergleicht. Hier vorne seht ihr die Duraflex 16 mm Spirale, hier hinten eine 16 mm Standard-Spirale. Wie ihr sehen könnt, biegt sich die Duraflex-Spirale wesentlich mehr durch. Das kommt daher, dass sich die Drahtstärke um 0,5 mm reduziert hat. Durch die erhöhte Flexibilität kommt ihr leichter durch Bögen im Rohrinneren, was wiederum dazu führt, dass weniger Last auf die Maschine herrscht, was sich positiv auf die Lebensdauer des Akkus auswirkt. Darüber hinaus hat die Spirale nun auch eine Kunststoffseele, um sie vor gröberen Verschmutzungen zu schützen, und eine Verzinkung, um sie haltbarer zu machen. Übrigens könnt ihr die Spirale natürlich auch für die herkömmlichen Koffermaschinen benutzen. Neben der Spirale hat aber auch unsere R600 Vario Clean deutlich abgespeckt. Eine normale kabelgebundene R600 wiegt ca. 20 kg. Die R600 Vario Clean wiegt im Vergleich dazu ganze 7 kg weniger und bringt nun noch 13 kg auf die Waage. Das alleine ist schon sehr gut, aber um euch den Transport trotzdem noch einfacher zu machen, gibt es nun an der Maschine auch Haltepunkte für einen Tragegurt. Das geschieht ganz einfach mittels Karabinern, die ihr hier in die Maschine einklippt. Das ist auch ein super Ort, um die Trennstifte praktisch und greifbar unterzubringen.
Wenn ihr Informationen zu der Maschine nachlesen wollt, findet ihr einen Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Für Fans von Trommelmaschinen gibt es dort außerdem einen Link zu dem Erklärvideo unserer neuen Rotram Vario Clean. Die Rotram Vario Clean ist eine neue Akku-Rohrreinigungsmaschine auf Basis unserer Trommelmaschine Rotram S. Vielen Dank fürs Zuschauen.